Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück bei Akte X. Ich rede nochmal hier mit dem Detective. Und in welcher Verbindung steht das mit Gordons Hauling? Sie meinen, warum war ein Truck von Gordons Hauling sowohl hier als auch beim Lagerhaus? Ja. Die haben was mit dem Schmuggel zu tun. Wo ist der Truck? Der ist völlig leer. Die Leute von der Spurensicherung untersuchen ihn gerade. Wie passen die Tarakan-Leute zu all dem? Sie waren wohl an dem Schmuggel beteiligt. Und sie sind entweder zu unvorsichtig mit dem Plutonium umgegangen oder jemand hat sie umbringen lassen. Was wollte der Mann aus Charno von Mulder? Angenommen, es war Mulder. Keine Ahnung, aber was es auch war, es kann nichts Gutes gewesen sein. Wer war er? Wir haben ihn noch nicht identifiziert. Er hat sehr schwere Verbrennungen. Und was ist mit Gordons Hauling? Kann ihn da jemand identifizieren? Da geht niemand ans Telefon. Und offenbar hält sich auch niemand auf dem Gelände auf. Und der Sheriff von Duval County hat dort auch keinen angetroffen. Konzentrieren wir uns lieber auf Mulder und Scully. Wo sind sie? Dieses ganze Voodoo-Zeug mit blitzenden Lichtern und verbrannten Leichen ist nicht der Fall, den wir lösen sollen. Das sehe ich anders. Wenn wir verstehen, worum es hierbei geht, können wir ihre vermissten Agenten finden. Okay. Dann fahren wir doch mal zur Leichenhalle. Kann ich nicht? E-Mail, temporäre Adressen, Telefonnummern der Firma Majestic Shipping. Sergeant Wilmore, hier sind die Telefonnummern der Firma Majestic Shipping. Hoffentlich erreichen sie jemanden. Und ich muss wieder was aufschreiben. Ich schreibe die Landeskennzahlen dazu. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch was brauchen. Don Zierling. Okay. 121-042-555-0691 190-1155-1125. Und hier unten noch Werbung für den Internetanbieter. Wer braucht AOL? Jetzt kann jeder E-Mails schicken. It's easy. Okay, gucken wir mal, ob ich was finde über die Telefonnummer. 109-555-11-25. Ich rufe da einfach mal an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, aber so habe ich es doch bekommen. Ah, ich habe mich verschrieben. 2-1. Okay, nochmal. Es scheint wieder keiner ranzugehen. Okay, dann die andere Nummer. Okay, da geht auch keiner ran. Das sieht mir nicht aus wie Mulder. Was mache ich jetzt gerade falsch?
Mann mit Brikettschädel. Nett. Ich muss wohl irgendwas. Was mit dem Fax, das ich bekommen habe? Ich lade mal alle Fotos runter. E-Mail, APB, beenden. King County Polizeilabor. An Geheimagent Cray Wilmore von FBI-Labor John Amis. Agent Wilmore, das oben genannte Beweisstück ist von unserem Labor untersucht worden. Aus den Ergebnissen können die folgenden Schlüsse gezogen werden. Es handelt sich um einen in der Industrie gebräuchlichen Bleibehälter unbekannter Herkunft, der offensichtlich zum Transport von gefährlichem nuklearen Material verwendet worden ist. Im Inneren des Behälters befinden sich Materialreste, von denen Radioaktivität ausgeht. Die Stärke der Radioaktivität liegt in dem für Menschen gefährlichen Bereich, wenn sie einer solchen Strahlung längere Zeit ausgesetzt sind. Größe und Gewicht des Behälters, Gewicht 13,6 Kilo, Umfang 69,85 cm, Durchmesser 22,23 cm. Blablabla. Anmerkung, dieses Objekt bleibt für 48 Stunden im Polizeilabor, bevor es an die Beweissicherung des FBI zurückgegeben wird. Okay. Kann ich jetzt irgendwo hin? Ich stehe da jetzt einfach nur rum. Was muss ich jetzt machen? Ich da irgendwie Pause machen? Da steht da 112560. Jetzt habe ich die Nummer vergessen. 112560. Okay. Nee. Muss ich irgendjemanden anrufen? Sie sind mit dem CECOM Voice Meldienst. Ex-Frau. Irgendwas muss ich auf dem Band sehen, das ich aber nicht sehe.
Damit ist ja wohl alles klar. Sie schmuggeln Plutonium. Oh Gott, wir müssen das beenden. Sie könnten viele Leute umbringen. Okay, Cowboy, gehen wir, bevor es dunkel wird. Wo wollen wir denn hin? In die Gerichtsmedizin natürlich, um uns dort die Autopsieberichte der Verbrennungsopfer zu holen. Kann ich schnell nochmal duschen? Ich weiß nicht, ob Sie das können. Ich brauche vielleicht Hilfe dabei. Dann sollten Sie lieber Ihren Partner anrufen. Cook soll fabelhaft den Rücken schrubben können. Aber ich wollte doch Gigidi. Gigidi, 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 Gu. Okay, dann halt nicht duschen. Dann stinke ich jetzt halt. Deine Schuld, dass ich stinke. Ich wollte ja noch duschen. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Soweit ich das jetzt schon sagen kann, verbrannte dieser Mann nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Es sieht aus, als ob er einer Strahlenbelastung vergleichbar mit der von Hiroshima ausgesetzt war. Hübschi! Ganzkörperbranding und Tätowierung. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Was haben wir da? Eine Gartenschere ist ja süß. Und ein gutes altes Küchenmesser. Glaube ich zumindest. Was haben wir hier? Eine abgetrennte Hand. Wie kommen Sie darauf, dass es Strahlung ist? Tja, ich weiß zwar nicht viel darüber, aber seine Verbrennungen sind so total, so vollständig, wie das bei einem Feuer nicht der Fall wäre. Und die Kleidung, die ich von seinem Körper entfernt habe, war ziemlich unbeschädigt. Sehen Sie das? Das ist der Abdruck von der Aufschrift auf seinem Hemd. Sowas wird durch thermische Strahlung verursacht. Auswirkungen dieser Art wurden auch in Hiroshima beobachtet. Kimono-Muster wurden in die Haut ihrer Träger gebrannt und die Schattenrisse von Menschen sind in Mauern eingeprägt worden. Konnten Sie Ähnlichkeiten zwischen diesem Opfer und denen von der Tarakan entdecken? Die Auswirkungen sind beinahe identisch. Wir haben das gar nicht erkannt bei den Tarakan-Leuten, weil uns das nicht in den Sinn gekommen ist. Ich meine, das sind doch sehr ungewöhnliche Dinge, wissen Sie. Manchmal sehen wir das Außergewöhnliche nicht, obwohl es direkt vor uns liegt, weil wir es einfach nicht erwarten. Irgendein Hinweis auf die verschwundenen Leichen? Nein. Wer das gemacht hat, war sehr gut. Sie sind hier eingedrungen und haben die Leichen rausgeholt, ohne Spuren zu hinterlassen. Kann falscher Umgang mit radioaktivem Material solche Verbrennungen verursachen? Das glaube ich weniger, aber ich weiß nicht sehr viel darüber. Falscher Umgang mit radioaktivem Material ist vielleicht eine Erklärung für Mr. Wongs Tumore, aber Verbrennungen wie diese können nur durch eine Art Explosion verursacht werden. Ich mach mal ein Foto davon. Für mein Urlaubsfotoalbum. Das wird ein lustiges Fotoalbum. Meine schönsten Erinnerungen von Agent Wilmore. Ich fahre noch mal ins Polizeilabor. Vielleicht hat er inzwischen was Neues für mich. Nee, hat er nicht. Dann vielleicht nochmal zum zur Außenstelle. Der Chef ist auch nicht da. Hat sich ja echt gelohnt. Charno. Gordons Transportdienst. Will ich da schon hin? Ich glaube nicht.
Polizeilabor, Harbor Island, Tarkan, Apartment. Ich gehe nochmal ins Apartment. Ich glaube, ich kann das Video irgendwie aus dem Videorekorder nehmen. Weil ich würde das Video eigentlich gern analysieren lassen. Okay. Das geht nicht. Da muss ich halt nach Charno, oder? Gordon's Hauling. Charno, Washington. Na, die sind hier offensichtlich nicht sehr sicherheitsbewusst. Und das, obwohl hier so viel schönes Zeug herumsteht. Das ist derselbe Truck wie der vor dem Lagerhaus. Wir sind hier also offenbar richtig. Ich speichere mal. Schaufel. Die nehme ich mal mit. Was haben wir dann noch? Eine Zange. Ich auch mal mit. Was gibt's hier noch? Sind Sie verletzt? Nein, schon gut. Ich habe gefunden, wonach wir suchen. Was ist das? Sehen Sie sich das an. Diese Papiere verzeichnen eine Anzahl von Lieferungen zwischen Lagerhäusern am Dock und einer Adresse an der Landstraße Nummer 1121 in Fenty County, Washington. Dann weiß ich jetzt schon, wo wir hingehen. Dieser Ausflug war doch keine verplemperte Zeit. Gut, also gehen wir. Ja. Wir sind eingeschlossen. Okay, was haben wir hier so? Don't get shafted. Oh mein Gott, da ist eine Bombe drin. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Okay. Schaufel mit dem Ding da benutzen. Mit dem Gitter. Ich finde das ganz cool. Die haben für ein Videospiel eine Hütte in die Luft gejagt. Ist das nicht cool? Also ich finde das cool. In Augenblicken wie diesen wünschte ich mir, dass ich noch rauchen würde. Alles in Ordnung? Oh ja, ich finde solche Sachen ziemlich erfrischend. Also ich nehme an, Sie möchten, dass ich fahre. Ja, das wäre ein netter Zug von Ihnen. Ich habe noch nie eine Bombe überlebt. Ach, mir passiert das ständig. Ich speichere erstmal. Bevor ich sie knutsche. Ich würde sie nämlich gern knutschen. Ich kann sie nicht mehr knutschen. Ist das jetzt euer Ernst? Wer war dieser Kerl? Er war unglaublich stark. Den Eindruck hatte ich auch. Glauben Sie, er geht ins Fitnessstudio? Irgendwas war merkwürdig mit seinen Augen. Ist Ihnen das aufgefallen? Nein, als er mich durch den Raum geschleudert hat, habe ich darauf leider nicht achten können. Es schien mir, als ob irgendwas nicht mit ihm stimmt. Es war beinahe so, als würde er von irgendetwas gesteuert werden.
Jetzt kann ich sie küssen. Ich glaube, das sollten Sie jetzt wahrscheinlich nicht tun. Ich bin zwar im Prinzip nicht abgeneigt, damit wir uns da nicht missverstehen, aber wir sollten vielleicht noch warten, bis dieser Fall abgeschlossen ist, bevor wir uns an Beweismitteln vergreifen. Aber ich wollte doch. Also, wem gehört nun dieser Laden? Tja, der Russenmafia, würde ich sagen. Jetzt wissen wir ja wohl, warum das Tor offen war. Sie meinen, das war nicht bloß Kleinstadt-Idylle? Nein, das Tor war offen, damit jemand reinkommen konnte, um die Bombe auszulösen. Ja, aber war das nun für uns oder diesen Kerl gedacht? War die Bombe als Falle gemeint oder sollte sie etwas in diesem Büro schützen? Und was? Die Information in diesem Logbuch. Zum Beispiel die Adresse an einer Landstraße. Alles, was da drin war, dürfte jetzt ziemlich schwer zu lesen sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Bombe sollte jemanden in die Falle locken und umbringen. Oh, sind Sie jetzt endlich soweit? Ich jedenfalls schon. Sie wollten fahren, nicht wahr? Genau. Okay. Und wo wir jetzt alle gerade so eine Bombenstimmung haben, beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin!